So. Nur noch einen Moment. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt beeilen Sie sich mal, ich habe nicht die ganze Nachtzeit, junger Mann. Würden Sie bitte aufstehen? Danke. Boah, ey. Hm. Was würden das kosten? Oh, das gilt jetzt als sehr großzügig. Ich handle jetzt halt einfach mal, ne? Ich hole jetzt... Okay, das reicht jetzt wiederum nicht. Ich hole jetzt einfach Sachen. Ach, das ist jetzt wieder sehr großzügig von mir. Dinge, die ich kurios finde. Der Matteo. Ah, nee, 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 Moment. Wir machen jetzt hier nichts Dummes. Wir machen jetzt hier nichts Dummes, weil... Okay, dann machen wir es tatsächlich so. Ich will das jetzt einfach mal haben. Und wir brauchen ja ganz, ganz dringend für den Anton Bandagen. Was hast du im Angebot? Whisky, Bourbon brauche ich nicht. So. Medizinisches Zubehör, natürlich. Einmal bitte das da. Ich gebe das hier dafür. Was? Ernsthaft? Hey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mal gucken. Das sind nur Ratten. Ernsthaft, die haben jetzt hier wirklich abgeschlossen. Ach, ja. Ja gut, das Problem ist letzten Endes, der Helm ist nicht so wichtig wie das Überleben von... Wie das Überleben... Was? Ich bin gerade desillusioniert. Ich bin gerade absolut desillusioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Für eine Portion Verband. Eine Schusswaffe, ein Helm und eine Säge. Und er sagt, das reicht nicht. Da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr ein. Ach ja, und Brecheisen hätte ich mitnehmen sollen, dann hätte das auch geklappt. Und, ach. Und dann gehen wir halt noch wieder. Und immer noch keine Elektrobauteile. Ich fange jetzt demnächst an, mir hier die Haare zu raufen. Tag 42 fängt jetzt an. Ja. Da haben wir ihn. Und in der GameStar habe ich eigentlich gelesen, also GameStar Online-Ausgabe, dass eigentlich Tag 42... ach, jetzt wird's lächerlich. Entschuldigung. Immer noch... Der hat es auch nicht tief... Jetzt kommen sie jede Nacht und legen uns quasi so jetzt sukzessive um, oder was? Ey, ich find's langsam aber sicher nicht mehr lustig. Das ist einfach nur noch lächerlich. Also... Jetzt kommen sie jede Nacht quasi und verwunden uns, also... Ich glaube, langsam aber sicher fängt das Spiel jetzt an, sich sozusagen gezielt zuzuspitzen. Okay, das ist am Boden zerstört, da kann ich gar nichts machen gerade eben. Moment, wie hungrig sind die eigentlich? Das ist hungrig, hungrig, deprimiert. Also ich habe das Gefühl, das Spiel spitzt sich jetzt quasi künstlich zu. Weil so heftig, also jetzt sind wir die vierte oder fünfte Nacht in Folge überfallen worden. Und jedes Mal gab es Verletzte. Und am Anfang hatten wir sogar noch Schusswaffen, aber es hat überhaupt nichts gebracht, ne? Also die Schusswaffen haben überhaupt nichts abgewehrt. Ich weiß, dass das Spiel hart sein soll und zeigen soll quasi, hallo? Niemand reagiert mehr. Ah, jetzt reagiert er wieder, gut. Und zeigen soll quasi, wie hart sozusagen das Leben in so einem Krieg ist, aber... Das, wirkt auf mich jetzt dann doch ein bisschen arg heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, was soll's. Man muss da durch. Die müssen's ja auch.
Das hier haben wir jetzt wieder geschafft. Können wir jetzt mal mit Marin reden? Und vielleicht irgendwie am Leben. Ein paar Elektrobauteile. Einfach nur ein paar vermaledeite Elektrobauteile. Och, wer kommt denn da jetzt sich angeschleppt? Da schleppt sich irgendjemand an. Wer kommt denn jetzt schon wieder und will was? Huch. Ach, das ist neuer. Mein Viertel wurde während meiner Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Ich habe dabei geholfen, unter dem Schutt nach Überlebenden zu suchen. Wir konnten aber nicht alle retten. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Ruine vorgefunden. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Mir scheint, ihr könntet ein paar starke Hände gebrauchen. Starke Hände? Ja klar, komm rein. So, dann darf sich jetzt der gute Bruno hinlegen. So, komm mal, wer bist du? Stark, aber langsam. Was? Tödlich verletzt? Soll ich noch irgendetwas dazu sagen? Der joint wahrscheinlich jetzt der Gruppe und stirbt wahrscheinlich einfach nur so. Sorry, dass ich gerade ein bisschen schweigsam werde. Ich beende jetzt einfach diesen Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen soll, ne? Ich bin da gerade eben so ein bisschen planlos. Gefahr. Bombardierte Schule. Das sind natürlich auch wieder 12 Milliarden Gegner drin. Genauso wie hier. Sowohl im Stadtkrankenhaus als auch in diesem kleinen Wohnhaus haben wir ja Leute verloren. Da können wir nichts mehr holen. Hier haben wir, glaube ich, Katja verloren. Die starb direkt im Eingangsbereich. Da wäre zwar noch eine Pistole zu holen, aber... Wuppdi-doo. Moment, was steht denn hier? Die eine Hälfte ist in Ruine, die andere Hälfte leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich können wir den verlassenen Teil der Vorräte absuchen und wir den bewohnten Teil... vorbeikommen können. Ich guck mir jetzt das mal an und hoffe einfach, dass er dabei nicht stirbt. Moment nochmal zurück. Das ist krass, guckt euch das mal an. Der hätte 17 Slots. Wahnsinn. So, wir nehmen das hier mit und zwei Sägen. Ich hoffe einfach, dass wir dann irgendetwas reißen können, ohne sofort irgendjemand in die Flinte zu laufen. Wahrscheinlich taucht jetzt auf, peng, tot. Da wäre jetzt natürlich ein... Oh. Da wäre jetzt natürlich ein Dietrich deutlich besser. Ich kann im unbewohnten Teil, ne? Wir müssen erstmal diesen verfluchten unbewohnten Teil kommen. Ja, dann geh ins Bett. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt noch sind. Ah, da höre ich jetzt was. Die sind jetzt irgendwie da oben. Guck ich mal, komme ich da unten irgendwo weiter? Scheinbar komme ich da weiter. Wow. Geht der hoch? Ja, der geht hoch. Lieber schleichen. Kein Risiko. Kein Risiko. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ach, verdammt. Das ist auch jemand. Keine Ahnung, wer das ist.
Scheint nicht zu laut zu sein. So. Die Frage ist, was das ist. Sind das Ratten oder sind das Leute? Ach ja. Haben wir eh keine Wahl. Wir müssen sowieso jetzt in die Richtung. Ist da jemand? Ach, scheiße. Ich glaube, da ist aber niemand. Ich glaube, das sind Ratten, oder? Ja, das sind Ratten. Ach, Gott sei Dank. Und zum Glück habe ich noch meine Säge mitgenommen. Ach ja. Es scheinen ja wirklich nur Ratten zu sein. Wow, wow. Na gut, das Problem ist, ich muss ja nochmal zurückkommen, ne? Noch ist ja nichts gewonnen. Ist zumindest niemand drin. Es macht ein bisschen Lärm, aber es geht. Es scheinen ja wirklich alles nur Ratten zu sein. Sie reagieren nicht auf uns, das ist okay. Auch jemand, der tot ist? Nee, glaub nicht. Ein Elektrobauteil! Betonung auf 1. So, wieder hoch. Der hinkt voll. Obwohl er nicht verletzt ist. Er ist eigentlich nur deprimiert. So. Ich guck trotzdem vorsichtshalber erstmal durch. Okay. Ist auf jeden Fall keine Person. So, und geöffnet. Ein Schutthaufen. Nix. Okay, dann ganz schnell da hoch. Ein Schutthaufen. Oh, da ist ja jemand. Fuck, da ist jemand. Ach du Kacke, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu heiß. Das ist mir zu heiß. Ich habe jetzt echt nicht vor, hier nochmal irgendwie drauf zu kriegen, muss nicht sein. Und da unten ist eh nichts. So. Und dann schleichen wir uns mal darüber. Und jetzt ist eh gleich die Nacht rum. Also nach Hause. Hui. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Tag 43. Wahrscheinlich wurden wir wieder ausgeraubt. Oh, Wahnsinn. Tatsächlich mal nicht. Ich bin ja geradezu begeistert. Scheußliche Wunde. Boris blutet, es wurde, als würde er nicht überleben. Ach Mann, ey, Leute. Was soll ich denn sonst noch machen? Ich krieg einfach keine Medikamente her. Der kommt an und ist quasi halb tot. Ich würde echt inzwischen alles wegtauschen für ein ordentliches für ein bisschen Verband. So, füttern. Jetzt muss ich die Leute halt füttern. Was soll's, ne? Also wenn die da bloß rumsitzen und vor sich hin jammern. Komm, jetzt gib ihm was zu essen. Marin, du stirbst uns nicht weg. Hast du das gehört?
Und es wäre sinnvoller, wenn du dich einfach mal verflixt nochmal ins Bett legen würdest. Statt hier einfach nur so rumzusitzen. Marin ist am Boden zerstört und hört nicht mehr auf mich. Versuch mal mit ihm zu reden, vielleicht bringt es ja was. Es hat sowieso keinen Sinn. Bitte, Marin. Es ist so schwer, weiterzumachen. Ich guck mal, ob hier jemand kommt, ne? Gib nicht auf, sagt Bruno. Es ist hoffnungslos, aber ich werde tun, was ich kann, sagt wiederum Marin. Oh, da kommt tatsächlich der Franco. Ich weiß, ich weiß. Sorry, ich muss es abbrechen. Denn ich hoffe, dass der Verband dabei hat. Hallo Franco, bitte hab gute Nachrichten. Natürlich hat er keinen Verband dabei. Wie könnte ich es auch nur wagen, mir das zu wünschen? Da fährt er Zigaretten ohne Ende und... Ach bitte ey, das ist doch... Das ist doch willkürlich. Kaufen lieber noch mal ein bisschen Munition. Dagegen geben wir das hier. Aber auf der anderen Seite können wir ja wahrscheinlich eigene wiederum herstellen. Was kann ich denn hergeben? Ja, Zucker. Zucker ist ja... Hallo? So. Und ansonsten... Im Westen nichts Neues. Mach's gut, Franco. Tja. Kann ich dich jetzt ins Bett schicken? Nein, kann ich nicht. Schlecht geschlafen, hungrig. Sehr hungrig. Kann Bruno ihm irgendwie noch was zu essen geben? Ja, kann er. Gib den Leuten jetzt einfach mal was zu essen, bevor wir in die Nacht springen. Wir müssen jetzt dringend irgendwo Zeug auftreiben. Das Krankenhaus können wir ja auch nicht, weil da die Wachen durchdrehen, sobald sie uns sehen. Psychokrankenhaus quasi. Ist eher so eine Art Klinik für Geisteskranke und die laufen jetzt dort frei rum. Und sind bewaffnet. So. Okay, jetzt haben wir ihm zu essen gegeben. Du legst dich jetzt sofort wieder hin. Du stellst jetzt erstmal nochmal hier was her. Seufz. So, und jetzt nochmal. Ah. Können wir gar nicht. Gut, dann machen wir das. Ja. 2 Portionen Suppe. Lecker Fleischsuppe. Ach komm, nicht so melodramatisch. Ich wünschte, ich wäre nie geboren. Also, das sollte man sich nie wünschen, wohlgemerkt. Denn egal wie schlimm das Leben ist, man hatte ja auch schon schöne Phasen. Und man darf nie vergessen, dass es kommen auch wieder schöne Phasen im Leben. Das kann ich euch auch versichern. Also ich selber habe auch schon schwere Zeiten durchgemacht. Also wirklich schwere. Es gab eine Zeit, da war ich körperlich sehr, sehr schwer angeschlagen. Ich dachte, ich würde querschnittsgelähmt werden, weil ich einen Rückenschaden hatte. Die Gefahr war auch wirklich extrem groß. Aber... Man darf die Flinte nicht ins Korn werfen. Also das Einzige, was wirklich was bringt, ist, dass man die Sache anpackt und sich nicht irgendwie von der Sorge komplett überwältigen lässt. Man muss das tun, was man tun kann. Und sei es dann zum Arzt gehen, sich Hilfe holen und dann die Ratschläge und die Tipps und die Anforderungen auch erfüllen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und das Gleiche gilt auch für diese Leute. Also wenn man auch in einer echten solchen Situation ist. Man ist erst dann verloren, wenn man sich selber aufgibt. Erst dann hat man verloren. Vorher ist noch alles möglich. So, und jetzt warten wir mal, bis das Gespräch hier durch ist. Weil das muss ja auch sein, dass die quasi sich gegenseitig mal ein bisschen aufbauen. Oh Gott, der Bruno, der muss sich um alles kümmern. Der hat im Grunde jetzt hier nur noch ein paar Invaliden hier. Alle schwer verletzt oder sogar tödlich verletzt. Und ich hoffe einfach, dass ich irgendetwas tun kann. Ich weiß gar nicht, woher ich diese ganzen Verbände nehmen soll, die ich dafür brauche. Um, ja, die wieder auf den Damm zu kriegen. Vor allem, ich hätte gerne den guten Boris. Den hätte ich gerne, weil der... Ja,
Weil der so unglaublich stark ist. Der kann ja so richtig geil viel tragen. Ist zwar langsam, aber das ist mir völlig egal. Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig. So. Die war noch mit dem Gespräch gerade fertig. Und jetzt geht's hier auch schon weiter. Es geht auf keinen Fall jemand plündern, der schwer verletzt ist. Also die Grundeinstellungen finde ich manchmal seltsam. So. Was steht denn hier? Vor 17 Tagen in der alten Villa reicht auch Nachbarschaft. Es wird behauptet, der Deserteur... Nein, Deserteure wollen wir nicht. Hier waren wir schon. Das Reisebüro. Das ist natürlich brandgefährlich. Supermarkt, bla. Eine Menge Medikamente. Entschuldigung, ich muss die alten Leute plündern. Ich schäme mich. Aber ich sehe nicht, dass ich drum herum komme. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. So, erstmal gucken. Sie sind nicht zu sehen. So. Vielleicht sind sie schon gar nicht mehr da. Huch, Elektroteile! Was ist das hier? Interessant. Na gut, brech es mal auf. Also, wenn sie jetzt da sein sollten, würden sie das hören. So. Gucken. Eine Menge Medikamente, aber... Es wurden nur eine Menge Medikamente angezeigt, aber nicht, dass es noch andere Sachen gibt. Holy moly! Ja, das ist ja krass. Das ist schusssichere Weste. Geil. Was ist da noch drin? Das ist ja voll die Schatzgrube des Haus. Ist auch niemand? Das Haus ist ja echt voll die Schatzgrube. Aber es ist natürlich auch mega moralisch verwerflich, ne? Diese armen Leute zu plündern. Kannst du eigentlich nicht wirklich bringen. Aber was willst du machen? Wenn du schon quasi selber am Boden bist und nicht draufgehen willst, das Problem ist, dann musst du Dinge tun, die du eigentlich nicht tun willst. Auch wenn du dich am Ende dafür schämst. Oh Gott, sind die tot? Scheiße. Ich glaube, die sind tot. Ach Mann. Ich hoffe nicht, dass wir dran schuld sind, aber ich fürchte, wir sind's. Bitte lass Verbände da haben. Bitte, 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 bitte. Ja! Boah. Wir können auf jeden Fall, wenn sie nicht schon gestorben sind, was machen. Ich hasse Krieg. Aber wer tut das nicht?